Hi, du weißt also, dass du nach einiger Zeit in Gesellschaft eine Pause brauchst. Vielleicht bist du introvertiert oder hochsensibel oder beides. Die gute Nachricht ist, zu wissen, dass deine soziale Batterie von Menschenkontakt strapaziert wird, ist schon mal der erste wichtige Schritt. Aber es ist eben auch nicht alles. Denn leider passiert es vielen von uns, mir früher auch, dass wir die Warnsignale nicht erkennen, die uns sagen, dass wir drauf und dran sind, unsere soziale Batterie völlig zu entleeren und vielleicht sogar nachhaltige Schäden anzurichten. Ein erstes, relativ harmloses Warnsignal kann sein, dass du dich mehr anstrengen musst, um an Gesprächen teilzuhaben. Vielleicht verpasst du den einen oder anderen Satz oder du musst etwas nochmal in deinem Kopf wiederholen, um zu verstehen, was gemeint war. Deine eigenen Gedanken zu einem Thema bekommst du auch nicht so richtig schnell auf die Reihe. Wie gesagt, das ist alles recht harmlos. Gerade Introvertierte sind es oft eh gewohnt, sich in Gesprächen auch mal zurückzunehmen. Aber es kann eben auch sein, dass du so langsam wieder eine Auszeit von Menschen brauchst. Vielleicht nur 5 Minuten. Oder aber auch gleich länger und konsequenter. Wenn du in Gegenwart von verständnisvollen Menschen bist, kannst du vielleicht auch einfach komplett stumm werden. Wie genau die Situation aussieht und ob du sofort reagieren solltest oder vielleicht noch etwas Luft ist, kannst du an den anderen Warnsignalen erkennen. Sich etwas mehr anstrengen zu müssen, um in Gesellschaft etwas beizutragen, ist echt nicht so schlimm. Nerviger wird es aber schon, wenn wir reizbarer werden. Du musst dich nicht mehr nur anstrengen, um dran zu bleiben, du hast auch schneller eine starke Meinung zu Dingen, die du sonst eher ruhig angehst. Das ist in dem Moment selbst immer schwer zu erkennen. Aber wenn man da etwas achtsam ist, kann man es eben doch bemerken. Warum nervt es mich so, dass jemand lauter redet als sonst? Wieso stört es mich so sehr, dass jemand anders über ein Thema denkt? Weshalb merke ich plötzlich, wie laut die Musik ist und wie nah die Person neben mir steht? Die soziale Batterie existiert ja nicht wirklich, wie einige Menschen unter meinem ersten Video zu dem Thema auch lautstark verkündet haben. Habt ihr ganz toll gemacht, holt euch einen Keks, okay? Aber da die Social Battery nur eine Idee bzw. ein Konzept ist, kann eben auch kein Messgerät angelegt werden. Unsere Energie spezifisch für soziale Situationen nimmt ab. Und das merkt man eben unter anderem daran, dass das generelle Wohlbefinden zurückgeht und sich alles anfühlt, als würde man mit zusätzlichem Gewicht auf dem Rücken spazieren gehen. Es geht zwar weiter, aber alles, was sonst leicht sein soll, wirkt plötzlich wie eine Herausforderung. Wie du vielleicht schon bemerkt hast, geht es aktuell eher um situative soziale Erschöpfung. Also Tage, Stunden oder sogar nur Momente, in denen wir merken, dass die soziale Batterie in den gelben oder roten Bereich rutscht. Frustration ist so ein bisschen ein Zwischending. Sie kann situativ auftreten, aber auch generell im Leben von hochsensiblen und introvertierten Menschen. Situativ bedeutet das beispielsweise, dass du nicht von anderen, sondern von dir selbst genervt bist. Du verpasst den Moment, um etwas Wichtiges zu sagen. Deine Gedanken wandern ohne dein Zutun nach draußen und lassen die Tür offen stehen. Du fühlst dich müde, obwohl du genug geschlafen hast. Aber du willst ja Gespräche führen. Du willst dort sein, wo du gerade bist. Also warum fällt dir so schwer, was anderen so leicht fällt? Das ist mit Frustration gemeint. Du nimmst dir dabei noch zusätzliche Energie ab, weil du dich ärgerst und wehrst. Nun komm schon, du doofes Gehirn, konzentriere dich. Los, Kaffee, zeig deinen Zaubertrick. Um Himmels Willen, roter Faden, komm gefälligst her, sonst leg ich dich an die Leine. Je häufiger dir das so geht, umso mehr wächst die Frustration aus einem Moment oder Tag heraus in dein ganzes Leben. Wenn du sozial erschöpft bist, ist es richtig ärgerlich, wenn jemand eine tolle Idee für eine Unternehmung hat. Du sagst vielleicht ein Treffen ab, auf das du echt Lust hattest. Du enttäuscht vielleicht jemanden, den du sehr magst. Oder du zwingst dich eben zu Dingen, die du dann nicht voll genießen kannst, weil du eigentlich Ruhe bräuchtest. Es ist ganz unterschiedlich, wie stark sich eine leere soziale Batterie auf den Rest des Körpers auswirkt. Diejenigen, die bereits sehr effektiv mit ihrer sozialen Energie haushalten, können beispielsweise gar nichts spüren. Sie haben irgendwann keinen Bock mehr auf Menschen, also gehen sie und trainieren, spazieren, erleben oder reißen vielleicht sogar die Weltherrschaft an sich. Häufiger ist es jedoch so, dass soziale Erschöpfung auch körperliche Erschöpfung bedeutet. Müde zu werden ist schon mal typisch. Aber es kann eben auch sein, dass du dich wirklich wie verkatert fühlst oder als hättest du große sportliche Leistungen erbracht. Verspannungen, Antriebslosigkeit, Appetitlosigkeit oder Fressattacken,
all das kann auch von deiner sozialen Batterie beeinflusst werden. Fast nie ist der soziale Aspekt der einzige Faktor. Typischerweise kommen noch andere Stressauslöser oder körperliche Beschwerden hinzu. Aber wenn du beispielsweise versuchst, genug zu schlafen, dich gut zu ernähren und Sport zu treiben, dich aber dann trotzdem ausgelaugt fühlst, dann kann es eben sein, dass du zu viel auf dem sozialen Teller liegen hast und einfach nur Ruhe oder eine Auszeit brauchst. Ich weiß, es ist wahrscheinlich etwas unbefriedigend, dass es keine 1A-Checkliste gibt, die dir sagt, woran du gerade zu knabbern hast. Aber solltest du hochsensibel und oder introvertiert sein, solltest du immer, wenn du eine Bestandsaufnahme machst, die sozialen Faktoren bedenken. Denn es kann auch genauso gut sein, dass du eigentlich ein gutes Maß an Sozialleben und Alleinsein hast, aber dich trotzdem krank fühlst. Dann ist es wichtig, die soziale Batterie als Ursache auszuschließen. Depressive Stimmungen sind gleichermaßen Warnsignal und potenzielle Folge einer leeren sozialen Batterie. Ich spreche bewusst von einer depressiven Stimmung oder Phase. Eine ausgewachsene, klinisch diagnostizierbare Depression ist logischerweise extrem komplex und individuell. Aber ich bin eben auch davon überzeugt, dass Introvertierte, die ihre natürlichen Bedürfnisse komplett und über einen langen Zeitraum ignorieren, fast immer mentale Erkrankungen bekommen werden. Ein Tag, an dem du dich dazu zwingst, über deine Grenzen hinaus mit Menschen Zeit zu verbringen, ist kein großes Problem. Speziell, wenn du danach wieder Pause machst. Aber wenn es dir eigentlich am besten geht, wenn du mit nur wenigen geliebten Menschen Zeit verbringst und zusätzlich noch Zeit für dich brauchst, wie sollst du dann gesund und glücklich bleiben, wenn du permanent von Fremden umgeben bist und deine einzige Alleinzeit morgens auf der Toilette oder unter der Dusche stattfindet? Ich höre und lese immer wieder von Menschen, die speziell in ihren 20ern ihre soziale Batterie voll ausgereizt haben. Ob man das machen sollte, um sich auszutesten? Kann sein. Da wir zur Geburt kein Handbuch für körperliche und mentale Gesundheit geschenkt bekommen, ist Ausprobieren oft die beste Option. Nur ist dann die Frage, ob wir die richtigen Schlüsse ziehen. Dass du 6 Monate am Stück ohne Ruhephasen überstanden hast, heißt doch nicht, dass es richtig für dich war. Es geht ja im Leben nicht nur darum, irgendwie zu überleben. Wir verdienen mehr als das. Wir sollen das Leben genießen mit all seinen Höhen und Tiefen. Wenn du nicht glücklich bist oder dich ständig irgendwie betäuben musst, mit Alkohol, Unterhaltung, Essen oder, dann stimmt etwas nicht. Und ganz oft denken wir, dass es ja nicht am Sozialleben liegen kann. Denn wir haben ja eines. Wir sind nicht einsam wie manch andere Menschen. Wir sind doch aktiv, wir haben Freunde, einen Job. Das macht man doch so. Dann wird man doch glücklich und zufrieden, oder nicht? Oder nicht? Introvertierte und hochsensible Menschen müssen ihr Sozialleben aktiv gestalten und immer wieder hinterfragen. So sehe ich es wieder und wieder. Wer einfach nur mitmacht, weil es ihm oder ihr so normal vorkommt, fragt sich insgeheim fast immer, wo denn das Gefühl von Zufriedenheit bleibt. 2 gute Freunde sind besser als 20 Bekanntschaften. Ein langes Treffen mit einem tiefgründigen Gespräch ist besser, als 7 Tage in der Woche über das Wetter zu reden. Ja, Einsamkeit ist ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft, weshalb logischerweise viel darüber gesprochen wird, wie man Menschen wieder zusammenbringen kann. Aber wenn die Kontakte nicht gehaltvoll und bedeutsam sind, wird die Einsamkeit nicht verschwinden. Also ja, wenn du dich wirklich unglücklich fühlst oder sogar Depression erlebst, dann kann es daran liegen, dass du dich sozial verausgabst. Wahrscheinlich auch noch für die falschen Leute. Das ist nur Teil 1 des Themas. Im 2. Video, das gleich am nächsten Tag erscheint und dann hier zu sehen ist, geht es darum, was du machen kannst, wenn deine soziale Batterie leer ist. Oder wenn du das Gefühl hast, sie würde sich gar nicht mehr richtig wieder aufladen.